Morton Tarn. Ich grüße euch im Namen des Ordens. Ich hoffe, ihr seid gekommen, um uns zu helfen. Welche Hilfe benötigt ihr? Die Untoten belagern uns schon lange. Solange sie außerhalb der Mauern bleiben, können wir durchhalten. Doch vor einigen Tagen gelangten sie durch einen der Geheimgänge in die Festung. Es war grauenhaft. Hm. Wie haben sie das geschafft? Wie konnten die Untoten ins Innere der Festung gelangen? Die Geheimgänge sind damals von den Zwergen als Fluchttunnel gegraben worden. Nur wenigen ist ihre Existenz überhaupt bekannt. Haben die Untoten sie durch Zufall entdeckt? Unmöglich bei zwergischer Arbeit. Jemand aus der Feste muss uns verraten haben. Wir haben den Gang verschüttet und Wachen davor postiert. Aber solange noch ein Verräter unter uns weilt, können wir keine Ruhe finden. Habt ihr einen Verdacht? Nein, es muss einer der Zauberer oder der Kommandanten sein. Wenn ich auf Hinweise stoße, lasse ich es euch wissen. Hm. Zauberer, Kommandanten, irgendwo ein Verräter. Ach ja, die guten alten Verräter. Gibt's doch immer wieder. Ganz freundliche Menschen. Wirklich. Kann man immer vertrauen. Verteidiger. Das ist lecker. Große Waffenkammer, mittleres Haupthaus. Was ist da hinten? Jetzt wird's langsam interessanter. Gut, Gebäude. Unsinnhöhle, Schweinezucht. Mal einsortieren. So. Zwerge. Was machen wir als nächstes? Mine haben wir schon. Schmiede haben wir schon. Als nächstes nehmen wir mal das kleine Haupthaus rein. Dann eine Mondsilbermine. Schweinezucht und Nahrungslager. Dann ein Mondsilberhalle, ein mittleres Haupthaus und die große Waffenkammer. Dann nehmen wir noch die Miliz, den Verteidiger mit rein. Oh, das ist gut. So, wollen wir mal den Verräter finden? Wollen wir? Okay. Der hat sich von all den Leuten ziemlich verdächtig benommen. Flink McWinter hatte irgendwas zu. So, seine kleinen Verdächteleien. Vielleicht ist mit ihm was? Na, neue Heldentaten vollbracht? Das meine ich. Nein. Okay. Ist ja klar. Das macht beim Real Life auch so. Wenn man irgendjemanden verdächtigt, fang an mit ihm zu sprechen. Wenn unten rechts ein Beenden kommt, ist er unschuldig. Muss so sein. Wer hat sich noch unglaublich komisch verhalten? Dieser Trug und Famir war ziemlich, negativ denkend. Ah, unsere Hoffnung ist zurück. Beenden. Hat auch nichts für uns. Komisch. Die beiden sahen mir ziemlich normal aus. Gut. Es gibt keinen Verräter, alles ist in Butter. Lalalalalala. Nee, wir finden es noch raus, keine Sorge. Wir finden es noch raus. Frag mich nicht, warum ich jetzt schon wieder speichere. Das war jetzt im Unterbewusstsein. So, hallo Urias. Noch einen Namen, den ihr euch unbedingt merken solltet. Wie bei allen Schlünden des Bargagoa kommt ihr hierher? Ich bin durch den Westen vorgedrungen. Der Orden schickt mich. Die Rune zieht für den Orden? Nun denn, seid willkommen. Ich bin Urias, Kommandant dieser Feste. Ich fürchte, eure Feste kann sich nicht mehr lange halten, Kommandant. Ich weiß, ihr Strom will nicht abreißen. Für jeden, den wir erschlagen, erscheinen drei neue. Es ist wie ein endloser grauer Ozean, der gegen unsere Mauern wogt. Die Männer sind schwach. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Doch ich bitte euch, erzählt meinen Leuten nichts von der Ausweglosigkeit unserer Lage. Ja, Urias. Als kleine Randinformation. Falls es Leute interessiert, bevor ich mich Utwen genannt habe, habe ich eine Zeit lang auf Urias gehießen, ihn zu ehren. Ja, ich habe mich oft nach Spellforce-Charakteren benannt, aber als mich dann alle Urinas oder Urinias oder sowas genannt haben, da man es zu sehr mit Urin verbindet, habe ich es dann doch lieber gelassen und bin auf Utwen umgestiegen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir fragen Urias mal, was mit Hokan Ashir ist. Wo ist Hokan Ashir? Ich suche ihn. Ich suche Hokan Ashir. Die Flammen des Bargagor mögen ihn rösten. Es sind seine Horden, die uns überrennen. Aber Marcia sagte, er sei tot. Ei, das ist er.
Sein eigener Zauber hat ihn erledigt. Aber der mächtigste Nekromant dieses Zeitalters stirbt nicht einfach so. Sein Geist weilt noch immer unter uns. Selbst von jenseits des Todes befehligt er seine Kreaturen. Das ist böse. Er sucht etwas. Etwas, das aus seinem Palast gestohlen wurde und das für ihn von unermesslichem Wert ist. Die Maske des Belial. Sie ist Schlüssel zu seiner Macht und sein Schutz vor der Rache der von ihm gepeinigten Seelen. Um diesen Gegenstand zu finden, hat er Korsha, den Knochenmalmer, ausgesandt. Einen seiner mächtigsten Diener. Er befehligt die Heerscharen jenseits dieser Mauern. Deshalb greifen die Untoten an? Sie suchen die Maske? Ja, die Maske ist der Grund für dieses Gemetzel. Die Maske des Belial. Naja, ist ja nur eine Maske. Ich habe auch eine auf. Was soll's? Ich werde mit Hokan verhandeln. Seid ihr von Sinnen? Hokan ist der Einzige, der uns helfen kann. Eine andere, größere Bedrohung zieht am Horizont herauf, Urias. Ich muss mit Hokan sprechen. Nun, dazu müsst ihr weiter nach Osten vorstoßen, nach Whisper, in die Stadt der Untoten. Aber selbst wenn euch das gelingt, Hokan wird niemals mit euch verhandeln. Er war ein Zirkelmagier. Alles, was ihr ernten werdet, ist Spott und einen grausamen Tod. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, ihr bringt ihm die Maske des Belial. Für sie würde euch jedes Geheimnis verraten. Der scheint ja ziemlich maskenfreudig zu sein. Hallo? Spiel? Willst du bitte wieder weitergehen? Spiel. Ah. Gut. Wie gelange ich nach Whisper? Die Stadt liegt weit im Osten, jenseits der klagenden Steine. Und dazwischen liegt Korshas Armee. Ein Heer von Untoten. So viele haben selbst die Götter noch nicht gesehen. Hey! Ich wollte noch weiterreden. Na gut. Euch erwartet ein Blutbad, das kann ich euch versprechen. Alleine für den Ausbruch aus dieser Festung benötigt ihr eine schlagkräftige Streitmacht. Okay. Und um die Armee der Untoten zu besiegen, müsst ihr Ziha, ihren Anführer, hier im Grauschattental schlagen. Die Untoten benutzen das alte Höhlensystem unterhalb des Schlangenpasses, dem einzigen Weg nach Osten. Wenn ihr also durchbrechen wollt, dann müsst ihr zuerst die 4 Eingänge zum Höhlensystem sichern und halten. Andernfalls werdet ihr auf eurem Weg so viele Untote antreffen, dass selbst alle Armeen der Reiche zusammen sie nicht besiegen könnten. Besetzt die Höhleneingänge. Das ist der Schlüssel zum Sieg. Okay. Und versucht nicht, ihre Lager zu zerstören. Das wäre sinnlos. Die Magie dieser alten Ruinen ist so stark, dass sie immer neue Untote hervorbringt. Erst wenn ihr Feldherr Ziha bezwungen ist, wird der Spuk vorbei sein. Okay. Wenn ihr bereit für einen solchen Feldzug seid, dann gebt mir Bescheid. Ich werde die Tore für euch öffnen lassen. Ja, klar, aber ich glaube, ich muss mal eben weg, weil ich noch so einen Arzttermin habe. Tschüss. Ja, gut, ich komme schon wieder. Ich wollte dich noch was fragen, Urias. Grüße, Freund. Hallo. Wie komme ich an die Maske des Belial? Ist das euer Ernst? Selbst Hokans untote Heerscharen sind bislang an dieser Aufgabe gescheitert. Wie wollt ihr das vollbringen? Ich würde fragen. Mit Verstand, Geschick und eurer Hilfe, Urias. Und das auch. Ihr gefällt mir, Krieger. Also gut, hört zu. Als die Maske aus Hokans Grab entwendet wurde, zerbrach sie in 2 Teile. Die Untoten vermuten eine der beiden Hälften in unserer Festung. Sie suchen einen Nekromant namens Malicor. Und wo finde ich diesen Malicor? Irgendwo in den Düsterlanden. Er verließ die Feste, bevor die Angriffe begannen, und ist nie zurückgekehrt. Keiner weiß, wo genau er steckt. Dann müssen wir diesen keiner finden. Aber selbst wenn ihr Malicors Hälfte finden solltet, so bleibt euch immer noch Korsha selbst. Er hat die 2. Hälfte. Sie befindet sich bereits in seinem Besitz. Gut.
Tor öffnen. Nee, lass mal lieber. Ich finde, es ist ganz gut, wenn es zu ist. Wir könnten mal anfangen, aufzuhören. Ja, wichtig. Wir könnten anfangen, Mondsilber abzubauen. Das ist eine Idee. Jetzt brauchen wir aber ein kleines Haupthaus. Das ist doof. Was wollt ihr? Weil dann können wir nämlich Verteidiger. Auch große Waffenkammer brauchen wir auch noch. Was steht da? Verteidiger sind toll. Verteidiger sind sehr, sehr gute Einheiten von den Zwergen. Ich höre eine meiner leichtesten Übungen. Wenn ich es kurz erklären kann, bei der Beschreibung. Nahkämpfer mit schwerer Rüstung, eine Mondsilberhalma und eine Mondsilberschild. Es ist ein Nahkämpfer, klar. Ein ganz guter Nahkämpfer, muss ich sogar sagen. Und hält halt sehr viel aus, da ein Schild hat. Also sehr gut in der Defensive, deswegen heißt er auch Verteidiger. Mit einem Upgrade kann man sie dazu trimmen, dass sie Hammer werfen. Das ist dann so gesehen die einzigste Fernkampfeinheit, die die Zwerge haben, wenn man den Nahkämpfer zum Fernkämpfer macht. Und auf jeden Fall, ja, die können dann Hammer werfen. Nahrungslager ist auch wichtig. Eine meiner leichtesten Übungen. Und die machen eigentlich im Fernkampf mit ihrem Wurfhammer ganz guten Schaden. Also wie ein Fernkämpfer halt, ganz normal. Mit dem Unterschied, dass sie im Nahkampf auch unglaublich viel aushalten. Also so gesehen, die bestaushaltendsten Fernkämpfer hier im Spiel. Von den Einheiten. Die immer noch ganz guten Schaden fahren. Deswegen sind Verteidiger gut. Zwerge haben noch eine weitere Besonderheit von den Einheiten, die ich erklären werde. Was sie besonders stark macht. Das sage ich aber, wenn es soweit ist. Wenn wir es dann sehen, zeige ich es euch. Wir werden auf jeden Fall welche bauen, keine Sorge. Das Gebäude ist fertig. La 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 la. Mittleres Haupthaus war ja klar. Schon so gut wie erledigt. Hey, Zwerge können ja auch Schweinezuchten bauen. Da sind wir gar nicht mehr auf das Freiwild angewiesen. Aber wenn wir mal ein, zwei Schweinezuchten bauen. Was wollt ihr? Leider haben wir noch kein großes Haupthaus. Da kann ich euch leider den Zwerg nicht zeigen. Schon so gut wie erledigt. Aber egal. Ja, apropos. Hallo, Baum. Bitte komm mal hier vor. Ja. Ja, das machst du gut. Puh, ich hatte schon Angst, ich habe zu schnell geredet. Zwie. So. Die Verhüterin. Ja, also wenn wir jetzt noch die Verteidiger dazu nehmen, haben wir überhaupt keine Nahkämpfer. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Upgraden wir einfach mal ein wenig und bauen noch ein paar Verhüterlis dazu. 5 Stück müssten reichen, so dass wir ein bisschen was an Nahkampf nach vorne haben, außer meinem Helden. Und der Rest wird mit Verteidigern aufgestockt. Ein bisschen mehr Nahrung wäre auch nicht schlecht. Truppen. Der Rest kommen Verteidiger. Habe ich schon erwähnt, dass sich diese Mission lange zieht? Seit wann nehme ich jetzt eigentlich schon auf? Ich glaube schon eine ganze Weile. Ja, das wird ein langer Abschnitt. Baut schneller. Aber hey, habe ich jede Menge Folgen zum Rauspusten. Das ist doch auch toll. Ja, schau den Eisen an, dann wächst er bestimmt schneller nach. Der Eisen wächst nach. Ist sowieso so komisch. Ich könnte mal jetzt das Zwergenmonument aktivieren. Komm mal zurück. Auch wenn die Festung noch so schön ausschaut. Wenn das gebaut ist, helft mal lieber. Das Gebäude ist fertig. Schon so gut wie erledigt. Kinderspiel. Nee, nicht an der Schweinezucht. Helft mal lieber. Große Waffenkammer. Fresh an. Ja, genau. Das war die große Waffenkammer. Ja, das ist die große Waffenkammer, ne? Also richtig, richtig mega Ding ist das. Also richtig, wow. Scheiße, ist das ein großes Teil. Ich höre. Bauen wir mal die Schmiede daneben, die etwa genauso groß ist. Gibt es Arbeit? Geil. Das wird ein Meisterwerk. Das ist die große Waffenkammer, also Leute, was habt ihr erwartet? Etwa ein großes Gebäude? Püh. Ne, das sind Zwerge, da muss man an andere Maßstäben denken. Nahrungslager muss groß sein, ganz klar. Zwerge essen gerne. Aber ansonsten, der Schweinezucht natürlich auch riesig. Muss sein, aber ansonsten wird sich klein gehalten. Was steht an? Das Gebäude ist fertig. Na gut, die Haupthäuser sind auch groß.
Das Gebäude ist. Aber ich fand es schon immer wirklich große Waffenkammer. Piep, piep, piep. Oh, ja, bist du eine süße Waffenkammer. Nicht halt, das Gebäude ist fertig. Ach, der Krieger hält die Fähigkeit des Rundumschlags. Wie cool. Wie gut, dass ich so viele Krieger bauen kann. Oh, na. Na. Ihr Moment wünscht? Mal. Ich habe eine Mo. Ach, gut. Ah, gut. Guckt in die Hände, ich habe eine Mondsilberhalle hingebaut, anstatt eine Mondsilbermine. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich gar keine gekriegt habe. Gut, dann haben wir immer noch keinen Mondsilber. Wie viel braucht ein Verteidiger Mondsilber? 30. Das ist doof. Besonders da, ich glaube, das Upgrade braucht auch noch Mondsilber. Gut, dann werden wir erstmal ohne die Zwerge auskommen. Ich will jetzt nicht so lange warten, das dauert ja ewig. Das Gebäude ist fertig. Ja, 200 Mondsilber. Verteidiger kann Kriegshammer auf Feinde werfen. Na gut, dann müssen wir eben mit dem zurechtkommen, was wir hier kriegen. Bauen wir noch ein paar Verhüterlis dazu. 5 Stück. Dann noch ein paar Eismagierinnen. In der Zeit, bis der das Tor öffnet, könnt ihr schon mal daherkommen und euch sammeln. Die Rune ruft. Sammeln. Unverzüglich. Sammelt euch bei den Elfen. Ganz schnell. Gut, Urios, mach mal Tor auf. Ich hab Frauen dabei. Ach Gott. Hm? Wieso muss ich hinten laufen? Wo bin ich überhaupt? Ja, der Letzte. Warum bin ich der Letzte? Wurde bestimmt die ganze Zeit zurückgedrängelt. Wegen meinen Sprüchen habe ich die ganze Zeit immer einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen beim Laufen. Von jeder Einzelnen. Ach, Mann. Mit immer gegen Schienbein. Na, egal. So. Grüße, Freund. Hallöchen. Mach mal Tor auf. Ich habe Hunger. Lass das Tor öffnen, Urias. Ich werde nach Osten ziehen. Dort gibt's aber keine Bananen. Ich hoffe, ihr habt euch das gut überlegt. Diese Armee dort draußen dient nur einem Zweck. Die Welt der Lebenden zu zerstören. Wollt ihr wirklich dort hinaus? Ach, mir fällt gerade ein, ich habe ja noch einen Termin beim Augenarzt. Ah, es tut mir echt leid. Ich bin gleich wieder da. Ja, öffne das Tor. Ja, öffnet das Tor. Wohlan denn, Männer, lasst diesen Runenkrieger passieren. Der Weg ist frei. Das Tor wird sich für euch öffnen. Viel Glück. Dankeschön. Darf ich mein Testament bei dir machen, Urias? Grüße, Freund. Nein? Wie ungemein. Wie gemein. Wie ungemein? Wie ungemein. Oh, wie ungemein von dir. Ich hätte echt erwartet, dass du fieser bist. Also, das finde ich böse. Das finde ich blöd von dir. Das ist total ungemein. Ich rede einen Müll. Bereit. Und los. Folgt mir. So. Mit geballter Frauenpower und einem Baum laufen wir den Gegnern entgegen. Sofort! Wir werden in die Geschichte eingehen. Und los! Ein Grabschleicher. Auf meinen Befehl! Wow. Ja, wir haben die Infote Blockade durchbrochen. Schnell. Die Riesenarmee ist besiegt. Ach, da kommen noch mehr. Ein Gruftterror. Auf meinen Befehl. Ein kleiner Gruft-Osama. Hallo. Wir werden angegriffen. Nachtklinge ist gestorben. Nachtklinge, das hört sich nach einem besonderen Namen an. Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Hast du was dabei? Oh. Bereit, folgt mir. Nein. Zur Ehre Aonies. Ich glaube, die Elfinnen haben es nicht gerne, dass sich Leute plünder. Stellen sie extra davor. Ja, Entschuldigung, auch wenn ihr ihn nicht nackig sehen wollt, aber ich muss ihm seine Sachen wegnehmen. Seine Hosen muss ich ihm wegnehmen, ganz klar. Das ist, da gehöre ich dazu. Ich tue meine Opfer immer die Hosen klauen, sobald ich es erledigt habe. Und was haben wir hier? Nachtklingseelenstein, ein weiterer Seelenstein. Das ist toll. Schauen wir mal, wie viele Seelensteine haben wir. Lalalala. Ja, viele Nebenquests. Wir müssen bald mal wieder Nebenquests machen, oder? Sieht so aus. Schattenring, Seelensteine. Ja, sammel die 5. Toll, steh nicht da, wie viel ich schon hab. Okay, wen haben wir? Angstling, 1. Ich glaube, wir haben 3, oder? 2. 3.
3. Wir haben 3 Seelensteine von 5. Okay. Und dem Skelett auch die Hosen. Ja, ich klaue dem Skelett seine Hosen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, sofort. Ja. Schnell. Mir nach. So motiviere ich übrigens auch meine Elfen. Vor dem Kampf. Ich sag, Leute, wer stirbt? Mir nach. Wer stirbt, der verliert seine Hose. Und los. Also, schaut, dass ihr im Leben bleibt. Kämpft, Männer. Das erhöht gleich unglaublich die Überlebensfähigkeit von den Einheiten. Das ist unglaublich. Schnell. Das müsst ihr mal probieren. So, hilft. Hilft, hilft, hilft. Mir nach. In die Schlacht. So, das ist dieser blöde Schlängelgang. Ich glaube, da wollen wir auf noch nicht lang, Befehl. Oder? Wir wollen erstmal ein wenig außen rum gucken. Ist ja klar. Hier ist eine große Festung. Hier kommen die wohl nicht so schnell durch. Dann gucken sofort. Wir doch mal lieber. Schild des Galeritus. Dunkler Wind. Zauberbeherrscher. Verstärkt die Deckung! Folgt mir! Für die Freiheit! Sofort! Mir nach! Ein Schlürfer! Suppenschlürfer, Suppenschlürfer. Für den Orden! Wusstet ihr eigentlich, dass Schlürfen allgemein doof ist, aber bei Nudeln sofort erhöht es den Geschmack, wenn mir man schlürft? Nach. Für die Freiheit! Ja, tut es. Zu den Bösen. Für den Orden! Immer schön schlürfen, wenn ihr Nudeln esst. Und los! Selbst wenn ihr ein Essen beim Präsidenten habt, schlürft so laut, wie ihr könnt, wenn ihr zum Angriff! Das ist ein Hinterhalt. Verdammt, jetzt habe ich Lust auf Nudeln. Es sind so verdammt viele. Das Spiel. In die Schlacht. Hier mit euren Schlürfern. Mir nach. Folgt mir. Spellforce ist ein doofes Spiel. Jedes Mal, wenn ich Spellforce spiele, kriege ich Lust auf Nudeln. Na, könnt ihr uns oder euch verteidigen? Zu den Bögen. Oh, also das nenne ich mal. Das nenne ich gut. Vorwärts. So, sehr schön. Folgt mir. Ah, ah, ah. Folgt kommt, mir. Ihr könnt es nicht verhindern. Das Skelett verliert seine Hose. Sofort. Schnell. Okay. Na, ebenso. Hm. Okay. Ja. Die Hose hat sich im letzten Augenblick noch in eine Schriftrolle verwandelt. Schnell. Vorwärts. Aber trotzdem. Das nehme ich auch gerne. La 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 la. Was haben wir hier? Ein Lebensding. Obwohl. Sofort. Wir können später. Stimmt schon, hier kommen ständig neue Untote raus. So lange, bis ich diesen blöden Untotenboss kaputt habe. Das heißt, wir können später in Ruhe erkunden, sobald dieser blöde Vater weg ist, den ich überhaupt nicht leiden kann. Muss ich mal so am Rande mit erwähnen. Ich mag diesen Pfad nicht. Ja, wir können einen Zwerg bauen. Nein, ich habe es nicht aktiviert. Wieso habe ich es nicht aktiviert? Doof. So, Zwerg, verteidige die Festung. Ich weiß, du kannst das. Du bist der Auserwählte. Ja. Du bist der Größte. Schnell. Du bist der größte Krieger, den ich unter den Zwergen finden konnte. Du bist eigentlich der Einzigste, aber du bist der Größte. Sofort. Ja. In die Schlacht. Da oben ist noch was. Wir lassen hier keine Reste stehen. Sofort! Das sind alles Hosen für Gregor Kurt. Folgt mir! Was sagt meine Hosensammlung? Wie viele Hosen habe ich? Hosen, Hosen, Hosen. Hosen, 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 Hosen. Hosen. Hosen, Hosen. Hosen, Hosen. 5. 7 Hosen. 7 Hosen. Hm. Folgt mir! Manche Leute sind outside, ja, und sammeln Totenschädel. Also echt, man kann man so krank sein. Hosen sind absolut in. Oh nein, sie haben meine Eismagierin getötet. Jetzt muss ich Verteidiger bauen, oh nein. Vorsicht, Gegner! Auf mein Kommando! Feindlicher Angriff! Ja, ja. Besiegelt euch selbst euren Untergang. Wenn wir die Leute nehmen, dann kommen die Zwerge nach, ja? Dann bin ich jetzt ganz allein. Wir machen euch mit schlechtem Mundgeruch so lange fertig, bis ihr alle Knochen auseinanderfallt. Bereit, schließt die Reihen! Mir nach! Für den Orden! Die Zwerge sind so übel drauf. Die schlagen auf den Gegner und dadurch, dass sie ihre Arme heben, fallen die Gegner schon vor dem Axtschlag. So. Wow, aber die. Ja, ihr merkt, die Skelette machen sehr viel Schaden, deswegen brauchen wir die Verteidiger. Standhalten, Männer!
Zauberkugel. Doch nee, dahin. Ich möchte aber Rosen haben. Dankeschön. Bereit, Vorsicht, Gegner! Elend Segen! Ja. Zur Ehre Aoniers. Gut. Was heißt da Hosen? Hier in Spellfoss ist das ja Unterbekleidung. Das ist ja Hose plus Schuhe, Hose plus Stiefel zusammengezählt. Gut, dann nehme ich eben Unterbekleidung. Auf mein Zeichen. Komisch. Ich bleibe Hosen. Ich nehme eben das, was unten ist. So. Bereit. Und los. Bleibt mal ein kleiner Teil hier. Kleiner Teil, gleich die halbe Armee. Verdammt. Auf meinen Befehl. Zur Ehre Aoniers. Na gut, ihr werdet dann durch die Verteidiger abgelöst, keine Sorge. Bereit. Und los. So, ihr kämpft jetzt mal ein wenig weiter vor. Für den Orden. Auf meinen Befehl. Wir werden angegriffen. Für den Purple Heart. Das ist ein Hinterhalt. Purple Heart übrigens. Ich könnte jetzt rein militärisch erklären, was der Purple Heart überhaupt für ein Orden ist. Ja. Ich erkläre es zwar aber mal aus meiner Battlefield-Kenntnis. Das ist die Auszeichnung, die keiner haben will. Sofort. Für die Freiheit. Okay. Schließt die Reihen. Mir nach. Na gut, wer jetzt noch eine realistische Erklärung will, den Purple Heart bekommen. Das ist eine amerikanische Auszeichnung. Vorwärts. Amis, bei den Amerikanern. Sofort. Die bekommen die Leute, die einen schweren Kampf überlebt haben. Besser gesagt, eine schwere Überletzung überstanden haben und tapfer gekämpft haben. Die kriegen einen Purple Heart. Und in der Battlefield-Serie kriegt man einen Purple Heart, wenn man aufgestorben ist. Battlefield werde ich. Nein! Stehe bereit! Stehen. Schickt sie zum Seelenfluss! So, Diener der Nacht! Halt ihr Kaffeetratschen, laufen weg! Auf dem Posten bleiben! Da kommt es wohl nicht mal an! Was hat man davon, wenn man Frauen so gut hat? Was wünscht ihr? Für das Licht! Stehe bereit! Schickt sie zum Seelenfluss! Ich glaube, der Krieger Rodogar schneidet sich gerade schon die Ohren ab, so, so offscreen. Sie sind überall! Was wünscht die Rune? Herrlich. Hier. Verstärken die Deckung. Der Nacht sind hier. So. Stehe bereit. Befehl, vorwärts, Schwester. Sie weiter vorrücken, weiter vorrücken. Sie sind überall. So, nein, oder? Oh, ich dachte schon, ich hätte wieder oben drauf gedrückt. Also es wird jetzt mal wichtig, dass ich die extra kategorisiere. Alles klar. Das Licht. Das Licht. Auf mein Zeichen. Feinde, zu den Bögen. Auf mein Kommando. Los. So, wie viele Zwerge haben wir? Oh, wir haben so viele Zwerge. Das sind aber ziemlich gewachsen, die Zwerge. Ich glaube, die haben auch ihr Geschlecht geändert. Ach ja, die Tatsache, warum es nur männliche Dunkelelfen gibt, wurde geklärt. Das ist toll. Die Frage, warum es nur weibliche Elfen gibt, kann ich eigentlich damit beantworten. Es gibt auch nur männliche Zwerge im Spiel. Es gibt bestimmt auch Weibchen. Oder den Zwergen und Männchen oder den Elfen. Da muss ich im Spiel nicht gezeigt. So, einfach sehr klar. Lasst uns anfangen. So, ja, dann fangen wir an. Hier, sofort. Für die Freiheit. So, jetzt haben wir die Elfen vorgeschickt. Wir wollen aber die Zwerge haben. Mit wir am Ende. Wohin soll ich gehen? Hallo, habe ich euch nicht hier vorgerufen? Schnell wie ein Pfeil. Kommt ihr? Ah. Okay, vier Verteidiger müssten eigentlich fürs erste reichen, was noch nachkommt. Ich brauche da vorne. Hier brauche ich in der Front. Befehlt. Mal gucken. Gucken wir mal mit dem Kampf Level abmachen. Was soll's? Gut. Stufe 15. Doof. Dann hören wir mal unsere Weisheit. Yes. Weisheit 45. Da machen wir eben noch eine Weisheit. Das ist gut. Und den Rest verteilen wir auf unsere Strecke aus der Fähigkeit. Jetzt haben wir einen Punkt in weiße Magie mehr. Stufe 5 haben wir jetzt, aber der Zauber ist ja Stufe 6. Nicht so gut, der Zauber wirklich. Jetzt wurde der Heim. Ja. Befehlt. Ach, ja. Und mehr Verteidiger. Ja, und Zwerge haben das sehr lange bei uns. Feinde! Ich wollte euch ja mal was Besonderes von den Zwergen erklären. Tue ich sobald mal sehen. Was
Was wünscht die Rune?